Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Online-Kurs heute. 30 Minuten Pilates werden wir jetzt gleich machen. Ich habe ganz viel Unterstützung durch den Fabian und durch die Laura. Und ihr braucht nicht viel. Ihr braucht eine Matte oder ein Handtuch und gar nicht viel Platz. Genau, und einfach nur euch selbst, euer eigenes Körpergewicht. Ihr stellt euch bitte erstmal in eurem Pilates-Stand auf. Der ist in etwa hüftbreit. Die Zehen nach vorne ausgerichtet. Ihr nehmt einmal eure Schultern nach hinten unten und zieht den Bauchnabel schon mal leicht nach innen. Und wir beginnen erstmal mit der Atmung. Wir atmen tief durch die Nase ein, nehmen die Arme über Kopf und durch den leicht geöffneten Mund aus. Durch die Nase ein und leicht geöffneten Mund aus. Und komm beim nächsten Einatmen hoch auf deine Zehen, den Ballenstand. Und komm beim Ausatmen wieder tief. Halte deine Balance. Mach noch zwei tiefe Atemzüge. Lass die Fersen tief, heb nur die Arme nochmal nach oben. Atme ein und beim Ausatmen geht ein Arm vor, ein Arm geht nach hinten. So bis auf Schulterhöhe senken, wieder nach oben einatmen und andere Seite tief aus. Wir drehen das Becken erstmal nicht mit, es bleibt ganz fixiert, nur die Arme. Und drehen jetzt erstmal nur den Kopf mit, nach hinten schauen. Genau, Becken bleibt stabil. Und mach eine fließende Bewegung, mach dein Tempo. Wir nehmen wieder ein bisschen die Balance mit rein und heben ein Knie mit an. Wo der Arm nach hinten geht, das Knie hebt ihr nach oben an. Wenn euch das mit dem Kopf jetzt zu viel wird, von der Balance, dann lasst den Kopf, den Blick nach vorne gerichtet. Wenn das aber ganz gut geht, dann dreht den Kopf ruhig mit. Die letzten zwei. Und die andere Seite halten wir das Knie mal oben. Ihr fasst jetzt das Knie mit eurer Hand. Genau, der andere Arm geht vor, atmet wieder ein und wir rotieren wieder, atmen aus. Erstmal Blick wieder nach vorne gerichtet. Balance halten. Dafür richtig weit öffnen. Schulter tief lassen, weg vom Ohr. Und wenn du magst, probierst du mal den Kopf mitzudrehen. Dann wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Und falls es zu wackelig wird, dann fixier dir wieder einen Punkt. Letztes Mal auf dieser Seite. Gut, wir wechseln direkt. Heb das andere Bein an. Hand ans Knie. Arm geht vor, atme ein. Öffnen aus. Entscheide direkt für dich, ob du den Kopf mitnimmst. Guck wieder, dass du die Schulter entspannt hast. Beide Schultern. Auch hier noch zwei Stück. Und der letzte. Gut, okay, komm auf beide Füße einmal kurz. Und jetzt stellt ihr das rechte Bein einmal nach vorne, das linke zurück und ihr hebt die linke Ferse nach oben an. Ich zeige das einmal von der Seite, ihr bleibt ruhig so. Genau, nimm die Hände mal an dein Becken und komm einmal kurz in die Beckenschaukel. Das heißt, du richtest das Becken auf und kippst es. Oberkörper bleibt möglichst ruhig. Nur das Becken, dass ihr mal spürt, was hier für Bewegung möglich ist. Und jetzt lasst ihr das Becken möglichst aufgerichtet, also Bauchnabel und Schambein zusammen. Becken bleibt stabil, senkt nur mal hinten die Ferse ab
Und mit der nächsten Einatmung hebt ihr die Ferse wieder. Ausatmen, tief. Wir nehmen die Arme mit dazu. Über Kopf und tief. Einatmen und aus. Beim nächsten Einatmen heb dein Fuß hinten mit an und komm ausatmend wieder tief. Letztes Mal, wir halten oben. So, ihr nehmt einmal eure Hände an die Hüfte und jetzt nur das Bein. Tief und nach oben anheben. Guckt mal, dass euer Becken wieder möglichst stabil bleibt. Blick auf den Boden, entspannte Schultern und fest den Bauchnabel nach innen ziehen. Dann halte dein Bein oben, streck dich nochmal lang. Dein Standbein kann ganz leicht gebeugt sein. Heb die Arme über Kopf, atme ein und ein großer Armkreis nach unten aus. Vor nach oben einatmen und Armkreis tief aus. Fixier dir einen Punkt auf dem Boden. Wenn es zu wackelig wird, stell die Fußspitze hinten auf. Noch zwei. Und letztes Mal. Und dann stell deinen Fuß kurz ab, locker deine Beine aus. Und wir wechseln einmal die Seite. Also linker Fuß geht vor, rechts zurück. Genau, komm nochmal für einen kurzen Moment in die Beckenschaukel. Ganz wichtig, heb die Ferse hinten ab. Sonst ist die Bewegung relativ klein. Du kannst dein Becken besser bewegen. Super. Aufgerichtet lassen. Okay, Ferse einmal tief. Und erstmal nur wieder heben, einatmen. Senken aus. Wir nehmen direkt die Arme wieder mit dazu. Und dann können wir bestimmt gleich wieder das Bein mit anheben. Und langsam kontrolliert absenken. Mach das Ganze ohne Schwung. Halte die Länge in deiner Wirbelsäule. Und beim nächsten halten wir wieder oben. Nehmen nochmal die Hände kurz an die Hüfte. Erstmal nur wieder das Bein heben und senken. Guck, dass dein Becken parallel steht Richtung Boden. Bauch ist fest und die Schultern weg von deinen Ohren. Okay, wir halten das Bein oben, jetzt die Arme. Wir nehmen sie über Kopf und kommen in die Swimming Arms. Ganz schnelle Auf- und Abbewegung deiner Arme. Atme dabei locker, weiter. Wenn es zu wackelig wird, Fußspitze hinten abstellen. Sehr gut. Ihr dürft lösen. Kommt zurück auf beide Füße. Kurz auslockern. Und dreh dich so, dass du an dein Ende oder ins hintere Drittel zumindest von deiner Matte kommst. Genau, wir atmen tief ein, rollen uns mit der Ausatmung erstmal ab. Die Knie kannst du gern etwas gebeugt lassen. Lass kurz alles für einen Moment hängen, Schultern, Kopf und Arme. Zieh aber deinen Bauchnabel fest nach innen und wir laufen nach vorne und zwar ins V erstmal. Guck mal, die Hände schulterbreit, die Füße hüftbreit. Lass die Knie gern erstmal gebeugt und schieb erstmal deine Brust Richtung Oberschenkel. Du gibst Druck über deine Hände bis in die Fingerspitzen und dann kommst du in ein Gehen. Du hebst abwechselnd die Fersen vom Boden und die andere Ferse schiebst du richtig weit nach unten in die Matte rein. So, wie es dir gut tut.
Okay, beide Fersen einmal absenken, die Knie so gut strecken, wie du das schaffst, und nochmal die Brust zu den Oberschenkeln schieben, den Kopf ganz locker. So, gib nochmal Druck auf deine Fingerspitzen. Wir atmen tief ein und bei der Ausatmung kommen wir ins Brett nach vorne. Bring das Gewicht der Schultern über die Hände und schieben uns einatmend wieder hoch ins V. Ausatmen tief. Ganz wichtig, langer Rücken, fester Po und den Bauchnabel nach innen ziehen. Optional, wenn es dir zu schwierig ist, senk die Knie Richtung Boden ab, wenn du ins Brett kommst. Das ist deine leichtere Variante. So, wenn du möchtest, steigerst du das Ganze nochmal und ziehst ein Knie mal vorne Richtung Brust im Brett. Wieder einatmen, abstellen und ausatmen, andere Seite. Du kannst jederzeit eine Stufe zurückgehen, auf beiden Füßen bleiben oder die Knie absenken. Wir machen noch vier. Noch drei. In deinem Tempo. Du machst dein Tempo. Zwei noch. Und wenn du schon fertig bist, dann komm einmal in die Kindspose. Die Option, wie du möchtest, Arme eng am Körper, die Unterarme ablegen. Schau, was dir gerade gut tut, sodass du deine Schultern kurz entspannen kannst. Und gönn deinen Händen eine kurze Pause, deinen Handgelenken, wenn du magst. Kreis sie ein wenig. Okay, komm wieder nach oben. Wir gehen jetzt einmal in den Vierfüßler. Sollte es gar nicht gehen, dann geh einfach auf die Unterarme. Also die Hände direkt unter den Schultern, die Knie unter den Hüften. Dann ziehst du deinen Bauchnabel nach innen, ziehst die Schultern weg von den Ohren und hebst jetzt mal dein rechtes Bein nach hinten an. Und jetzt guck mal, dass du hier stabil bleibst, ja, dass deine Hüfte parallel ist zum Boden, dass die Schultern immer noch weg sind von den Ohren. So, und jetzt atmest du mal tief ein und beim Ausatmen geht das Bein leicht zur Seite. Du spreizst es seitlich ab, einatmen, strecken nach hinten und ausatmen zur Seite. Und die Bewegung machst du nur so groß, wie du einmal merkst, du kannst den Druck gut auf den Händen gleichmäßig halten und deine Hüfte weicht nicht aus. Noch vier. In deinem Tempo. Und letztes Mal. Sehr gut. Einmal kurz abknien. Bleib im Fersensitz. Kurze Pause für die Handgelenke. Einmal die Schulter nach hinten. Und die Hände an deinen Hinterkopf. Atme tief ein, Ellbogen nach außen. Und beim Ausatmen bring die Ellbogen vorne zusammen. Wieder öffnen, ein. Und vorne schließen, aus. Letzten zwei. Noch ein tiefer Atemzug. Okay, gut. Wir gehen einmal zur anderen Seite. Kommen wieder in die gleiche Position wie eben.
Gelenk über Gelenk, Schultern weg von den Ohren, Bauchnabel nach innen, anderes Bein, linke Seite jetzt. Hebt das Bein leicht an, atme ein und dann spreizt es wieder seitlich ab. Lang nach hinten strecken, einatmen und zur Seite aus. Halte den Druck wieder gleichmäßig auf beiden Händen und denk gar nicht so sehr an die Höhe, denk mehr an die Länge und an das langsame und kontrollierte Arbeiten. So, wir machen auch hier noch 4 tiefe Atemzüge. Guck nochmal, dass die Schultern weg von deinen Ohren sind. Super. Bleib im Vierfüßler. Stell nur die Hände einmal weiter nach vorne. Jetzt alle einmal kurz auf die Hände. Bring das Gewicht nach vorne, Schultern über die Hände und komm in einen Push-Up. Langsam tief. Beug die Arme, leg dich am Boden ab und bring deine Hände auf deinen Rücken. Leg sie ineinander, streck die Arme und zieh die Schultern weg von deinen Ohren. Aktiviere deine Körpermitte. Die Knie sind weg vom Boden, die Füße kannst du liegen lassen. Und jetzt atme ein, heb den Oberkörper und die Arme weg von deinem Rücken. Und ausatmen, wieder langsam lösen. Hände auf dem Rücken ablegen und wieder nach oben anheben. Langsam und kontrolliert. Bring Spannung in deinen ganzen Körper. Zieh deine Schulter nochmal bewusst weg von deinen Ohren. Noch 4. Drei. Heb die Arme noch ein Stückchen mehr ab. 2. Und der letzte. Super. Jetzt bringst du einen Arm nach vorne. Rollst dich über die Seite in eine Seitlage, am besten so, dass du uns erstmal siehst. Legst den Kopf ganz entspannt ab. Darfst gern die freie Hand mal vorne als kleine Stütze benutzen vor der Brust. Aktiviere deine Körpermitte. Bring ganz viel Länge auch in deine Beine. Schultern sind entspannt. Und jetzt hebst du erstmal dein Bein an und senkst es den halben Weg wieder ab. Nicht ganz ablegen. So, atme ganz locker. Wenn du mit dem Pilates, mit der Pilates-Atmung arbeiten willst, ausatmen, heben, einatmen, leicht absenken. Wenn du möchtest, löse die Hand vom Boden, streck sie einmal zur Decke und halte deine Stabilität. Sehr gut. Wenn du noch eine Stufe weiter gehen möchtest, nehmen wir den Arm mit dazu. Und zwar geht der Arm über Kopf und Richtung Bein. Einatmen und aus. Wenn du merkst, es ist zu viel, lass den Arm wieder weg, entweder nach oben gerichtet oder vor deinem Körper. Und zieh deinen Bauchnabel nochmal gut nach innen. Vielleicht schaffst du es noch ein bisschen mehr, das Bein anzuheben. Auch hier noch 4. Und letztes Mal. Super. Gut, roll dich einmal zurück in die Bauchlage. Leg deine Hände jetzt unter deine Stirn. Guck, dass deine Schultern entspannt sind, du aktivierst aber deine Körpermitte, ziehst den Bauchnabel nach innen, löse die Knie vom Boden
Und jetzt die Atmung genau andersrum wie eben. Wir atmen ein und beim Ausatmen heben wir die Beine. Einatmen, ablegen und ausatmen, heben. Du schaust, hast du die Beine eher etwas geöffnet? Hast du sie ganz geschlossen? Das kannst du auch wieder von der Intensität für dich ein bisschen steigern. Schau auf jeden Fall, dass die Schultern entspannt bleiben. Mach für dich auch hier nochmal 4 tiefe Atemzüge. Sehr gut. Jetzt kannst du, wenn du möchtest, natürlich und zu Hause bist, dich einfach auf die andere Seite drehen. Ich drehe mich mal zu euch. Ansonsten nimm einfach den anderen Arm nach oben und dreht euch einmal. Genau, wenn ihr euren Platz gefunden habt, Kopf wieder entspannt ablegen, Beine ganz lang, Powerhouse ist fest. Genau, und dann heb erstmal wieder, atme tief ein. Beim Ausatmen hebt das Bein, beim Ausatmen halber Weg tief. Stützhand, wenn du möchtest, vorm Körper. Oder nimm den Arm wieder gestreckt nach oben zur Decke. Du nimmst den Arm sogar noch mal mit über Kopf beim Einatmen und beim Ausatmen zum Bein führen. Einatmen, lang ziehen, ausatmen, heben. Hier brauchst du jetzt ganz viel Stabilität, Kontrolle für den ganzen Körper. Wenn es zu viel wird, wie gesagt, geh eine Stufe zurück. Und mach für dich noch mal 4 Atemzüge. Super. Wenn du die hast, dann roll dich einfach in die Rückenlage. Stell die Füße direkt einmal auf Richtung Gesäß. Die Arme kannst du ganz entspannt neben dich ablegen. Zieh aber den Bauchnabel fest nach innen und heb mit deiner Einatmung jetzt beide Knie über die Hüfte und beim Ausatmen senkst du beide Füße wieder ab Richtung Boden. Einatmen, anheben, über die Hüfte, ausatmen tief. Du schaust bitte, dass du eine neutrale Lendenwirbelsäule hältst. Die Schultern bleiben entspannt, wenn die Füße tief gehen. Dementsprechend senkst du nur die Beine so weit ab. Wenn du schaffst, tappst du mit den Beinen, mit den Füßen auf dem Boden auf. Okay, jetzt hältst du die Beine oben. Streckst sie einmal lang nach oben zur Decke und senkst sie 45 Grad ab. Ziehst die Knie wieder ran, streckst die Beine zur Decke und senkst sie 45 Grad in etwa ab. Wir atmen ein, ranziehen und strecken und ausatmen, absenken. Auch hier wieder Schultern entspannt lassen, Kraft aus deiner Körpermitte holen. Lendenwirbelsäule neutral halten, über deine Bauchspannung. Mach eine runde und fließende Bewegung draus und mach auch hier noch 4 Stück. Thank you.
die hast, ziehst du die Knie einmal ran, bring die Übung für dich zu Ende in deinem Tempo, kreis die Knie etwas, atme tief durch. Okay, du umschließt dein rechtes Knie. Das linke Bein streckst du einmal lang, entweder diagonal oder parallel zum Boden, nach vorne aus. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Oberkörper, Blick geht nach vorne zum Bauchnabel und mit dem Ausatmen wechselst du dein Bein. Einatmen, wechseln und ausatmen, wechseln. Der Single Leg Stretch. Du ziehst das Knie richtig weit zur Brust. Und das Gegenbein, wie gesagt, parallel oder diagonal. Und ganz wichtig ist, dass du die Schulterblätter komplett weg hast vom Boden. Wenn das dir zu anstrengend ist, leg den Kopf ab und mach nur die Beine. Mach dein Tempo langsam. Oder wenn du ein bisschen mehr willst, mach das Ganze ein bisschen dynamischer. Gut, die letzten vier pro Seite. Drei, zwei, noch einer. Super. Knie beide wieder ranziehen zum Körper. Kreis noch mal ein wenig. Wechsel auch mal die Richtung und atme ganz tief durch. Wir machen noch eine kleine Mobilisation. Die Kräftigung habt ihr geschafft. Ihr stellt die Füße auf und lasst die Knie einfach mal nach außen fallen. Komm in die Schmetterlingspose. Du fasst beide Ellbogen mit deinen Händen, legst die Arme hinter deinem Kopf ab und lass die Schultern Richtung Boden sinken. Wenn du magst, schließ für einen kurzen Moment deine Augen und mach weiterhin ganz tiefe Atemzüge. Spür deine Atmung mal bewusst, wie der Atem durch die Nase einströmt und durch den leicht geöffneten Mund wieder raus. Lass mit jedem Ausatmen deine Knie etwas weiter nach außen sinken. Öffne deine Hüften und lass die Schultern sinken. Okay, löst diese Position langsam auf. Du ziehst die Knie nochmal zur Brust heran. Wir machen uns klein und rund als Päckchen, als Ball und kommen langsam in ein Rollen über die Wirbelsäule in Rolling Like a Ball. Je runder du bist, desto besser rollst du. Also zieh den Bauchnabel nochmal gut nach innen. Roll nicht über deinen Nacken, nur bis zu den Schulterblättern. Sehr gut, noch zwei Stück. Und dann bleibst du beim nächsten Mal oben sitzen. Wir halten mal kurz hier die Balance. Lass mal die Füße weg vom Boden. Genau, hebt noch mal die Brust. Haltet mal kurz. Super, stell die Füße auf. Streck dein rechtes Bein lang, das linke stellst du drüber. Greifst mit der rechten Hand ans Knie und drehst dich über die linke Schulter weit nach hinten. Genau, richtig weit nach hinten rotieren. Und wenn du ein bisschen mehr Zug möchtest, gerade hier für den Po, tiefer Po-Muskel, dann zieh das Knie noch ein bisschen weiter zur Brust und dreh den Kopf noch ein Stückchen mehr nach hinten. Löst die Seite einmal auf. Wir wechseln. Mach dich groß, atme ein und rotiere wieder weit nach hinten beim Ausatmen.
Okay, kommen wir dann nach vorne. Auch hier kommen wir noch einmal in eine kleine Hüftöffnerposition, in den Stern. Bring die Füße zusammen. Stell die Hände hinten auf. Heb die Brust. Atme ganz tief ein. Und beim Ausatmen lass die Knie nochmal nach außen sinken. Einatmen, Brust heben. Und ausatmen, Knie sinken lassen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Sehr gut, dann dürft ihr langsam lösen. Wir beenden heute mal im Sitzen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir auf jeden Fall. Ich danke Fabian und ich danke der Laura fürs Mitmachen. Und wenn ihr ganz viel Lust habt, dann bleibt jetzt noch dran. Es gibt eine halbe Stunde Bauch mit Fabian. Und ansonsten macht's gut und bis bald. Ciao.